So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute wird nicht viel passieren, außer dass das Mikrofon im Bild hängt. Denn wir fahren heute von der Westküste zur Ostküste. Von der Pazifikseite zur Karibikseite. Einmal quer durch Costa Rica. Ja, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Vielleicht werden wir Unfälle sehen und brennende Büsche und Schlaglöcher und Tiere und... Einen wunderschönen guten Morgen aus Puerto Viejo. Und wir gehen jetzt in die Stadt und schauen an, was hier so special ist. Also ich bin heute Morgen so um 4 oder sowas aufgestanden, oder ich war eigentlich die ganze Zeit schon wach, bin rausgegangen und habe da mal hingefilmt. Und da komplett waren diese ganzen Brüllaffen und die haben wirklich gebrüllt. Und die brüllen immer noch, also immer mal wieder. Nicht früher morgens, um uns aufzuwecken, nein, einfach durchgehend, um uns zu nerven. Naja, schauen wir uns die Stadt mal an und sehen, was wir so entdecken. Fahr los! Ein kleines Eis gegönnt. Wir wollen das ein bisschen größer und chillen am Strand. Und heute machen wir einfach nichts. So, wir sind jetzt ein paar Meter weiter gelaufen vom Strand, wo wir gerade Eis gegessen haben. Und jetzt sehen wir schon wieder Affen. Und das sind die Brüllaffen da oben. Jetzt sind wir im Dschungel, praktisch. So, was geht? Corey hier. Tag Nummer 800 in Costa Rica. Und wir sind jetzt im Nationalpark Cahuita. Das Coole ist, du zahlst keinen Eintritt, sondern du zahlst nur in Donations. Ja, wir haben uns natürlich mal wieder für keine Guided Tour entschieden, weil wir arm und jung sind. Und unsere Quest für heute ist was? Faultier sehen nochmal, ein Waschbär. Und ins Wasser springen. Genau, und wir laufen jetzt heute wieder den ganzen Tag herum, bis wir anfangen zu schwitzen. Dann springen wir vielleicht mal ins Wasser und dann ist der Tag auch wieder vorbei. Pizza haben. Ha, das hätte ich halt auch gerne, wenn ich war.
gerade sind zwei, drei Affen an den Strand gekommen, haben aus der Tasche von jemandem eine ganze Tüte Oreos geklaut und dann einfach gefuttert. Und einer hatte auch ein Taschentuch in der Hand, hat es aufgemacht, hat gesehen, es ist nichts zu essen, hat einfach auf den Boden geschnuppt, weil es ist ja langweilig. Und Schnuppen hat es nicht. So, nach einem wunderschönen Tag sind wir jetzt auf dem Weg aus dem Park. Wir wurden rausgeschmissen, weil anscheinend macht der Park jetzt zu. Und wir waren noch mal ganz kurz baden im viel zu warmen Meer. Es kann gar nicht zu warm sein. Ja, wenn man 10 Sekunden ins Wasser geht und dann wieder rausgeht, natürlich nicht. Aber wenn man drinnen bleiben will und sich abkühlen möchte. Aber wir haben eine Schildkröte gesehen, die konnte ich leider nicht filmen, ich war nicht schnell genug. Mit den kleinen Beinen und dem kleinen Kopf. Was passiert dann noch, Ilona? Wir suchen uns jetzt noch ein Restaurant und dann ist wahrscheinlich schon fast dunkel. Siehst du das grüne Ding nicht? Dem Reifen. Also hier in diesem Park haben wir wirklich am meisten gesehen von allen Parks, die wir bis jetzt gesehen haben. Wir sehen hier irgendwelche Affen wieder klettern. Wir haben jetzt gerade oben da Leguane gesehen. Wir sehen hier nochmal so ein Reptil. Ich weiß natürlich nicht, wie man die alle nennt. Also wie gesagt, wir haben praktisch hier alles gesehen, was wir in allen Parks gesehen haben, kombiniert auf einem kleinen Cluster. So, wir haben uns jetzt hier irgendwo hingesetzt, um was zu essen. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich kann überhaupt nie essen, wenn es so heiß ist. Mal sehen, was es gibt für mich heute. Casado gibt es hier immer. Auch Vegetarier. Das ist das einzige Vegetarische, glaube ich. Es gibt auch Pommes und... Ja, richtiges Essen. Pommes ist richtiges Essen. Ein vollständiges Essen. Pommes ist vollständiges Essen. Also was uns gerade aufgefallen ist, ist, dass in Restaurants, dass du schon sehr, 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 sehr lange auf dein Essen wartest. Also sie hat Casado bestellt, vegetarisch, und ich habe so einen gesunden Salat bestellt. Das ist der Burger-Salat. Wir haben hier einmal Casado Vegetariano. Einmal ganz gesunde Salat mit Kartoffeln. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ich glaube, die kochen hier mit Lavagesteinsbrocken, lila Flamme, weil alles, was ich esse von denen, ist einfach so heiß, ich brauche 2 Stunden, bis ich es essen kann. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir hatten einen sehr schönen Tag hier in Caurita und dann war das mit dem Tag heute wieder. Sehr, sehr schöner Tag, sehr entspannt. Sehr friedlich, sehr viel laufen, ein bisschen schwimmen, viele Tiere gesehen, sehr viel dunkler geworden. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag Nummer 999. Wir kommen fast zu den 1000, das heißt, morgen geht's nach Hause. Er sagt Hallo Brüllaffen, die wecken uns jeden Tag auf. Wir werden uns heute ein Fahrrad klauen. Dort drüben und den weiten Weg zum Strand fahren. Nach einem kleinen, holprigen Start in den Tag mit unseren Fahrrädern sind wir angekommen am Playa Negra. Und das sind schöne Wellen und da gehe ich jetzt gleich rein und ertrinke. Yes, weil Schwarze können nicht schwimmen. Buffalo Soldier, straight von Alemannia, auf diesem steinigen Boden und das Mikrofon oben in der Kamera. Ilona's da vorne und meine Kamera kriegt Schütteltrauma.
Da hinten brennt es schon wieder. Und wir fahren durch Costa Rica. Wir sind jetzt bei Madame Tierra, essen was, haben uns schönes, traditionelles, lateinamerikanisches, spanisches Essen, wie auch immer, ausgesucht. Und zwar haben wir Patacones, das zeige ich gleich alles. Hinter uns, also hinter mir, ist so ein richtig Hightech-Haus. Das haben wir bis jetzt, glaube ich, in ganz Costa Rica noch nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall Wind und Wetter frisst. Also wieder mal, denke ich. Wir sind die einzigen hier im Restaurant, aber es dauert schon sehr lange. Aber schmeckt avocadisch. Tacos bestellt. Ich mit Pollo und sie mit Bohnen und Avocado. Hier sieht leckerer aus, aber ich wollte nicht zweimal dasselbe bestellen. Also deshalb habe ich was anderes. Da ist so viel Zeugs drin. Das ist genau richtig Zeugs. So, wir haben jetzt aufgegessen. Das ist in Costa Rica das teuerste, was wir je gezahlt haben für ein Essen, für den Preis, das wenigste, was wir bis jetzt bekommen haben. Also für mich natürlich, ich bin nicht ansatzweise so satt geworden wie bei allem anderen. Ich bin satt. Also wir haben uns jetzt Cocktails bestellt und das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und zwar haben wir einen Cocktail bekommen, also in den Gläsern, ne, ganz normal. Das ist. Und das, was über ist wahrscheinlich, haben wir dann nochmal in zweite Gläser bekommen. Was hattest du geändert? Ein paar der Sachen nicht mitgenommen, die ich mitgenommen habe. Zum Beispiel Jeanshose. Ich wäre nicht nach Tamarindo gegangen. Ich wäre länger in Dominical geblieben. Ja. Ich hätte immer mich tausendmal eingecremt. Egal wie nervig. Ich hätte nur eine Schnorcheltour gebucht und nicht dieses Whale-Watching. Ich hätte Dingens nicht gemacht. Tubing. Nicht für den Betrag. Nicht für den Betrag. Da hätte ich für richtiges Rafting gemacht. Ja? Und sonst? Montezuma, anderes Hotel? Ja. 100%. Und ein letztes Mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag Nummer 1000 hier in Costa Rica. Sagen wir nochmal Hi zu dem Brüllaffen. Wir sind jetzt gerade in den letzten Zügen. Wir haben unsere Koffer schon halb gepackt oder zu 90%. Wir haben Nacho Grande schon gesagt, hey, heute letzte Fahrt. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Das werden wir on the road machen. Wir werden irgendwo hinfahren und dann werden wir was essen. Und wir haben unsere Winterklamotten schon bereitgelegt. Haben uns verabschiedet von all den kurzen Hosen und alles, was wir so getragen haben die letzten Wochen. Weil es geht heute zum Flughafen und dann geht es zurück nach Deutschland. Auf der einen Seite sind wir happy, aber wir wollen am liebsten, also wenn wir könnten, würden wir einfach jetzt ins nächste Land reisen und da weiter Urlaub machen. Genau, und diese Tiere sehen und mit den Tieren aufwachen, das werden wir auf jeden Fall sehr vermissen. Dann war es das erstmal. Gehen wir frühstücken, okay? Hast du ja gesehen? Siehst du, filmst du das? Wir sind jetzt am Flughafen, durch Check-in, durch dies, durch das, durch Ananas. Und wir hatten einen schönen Chaos und zwar ist am ersten Tag oder sowas ist uns aufgefallen, dass unser Reifen ein bisschen platt war. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, im Video gesagt. Ja, und jetzt wollten die, dass wir das zahlen. Genau, das war dann auch erstmal noch Chaos. Haben wir da jetzt irgendwie was gezahlt und das müssen wir jetzt klären mit der Versicherung und so weiter. Und sonst alles gut gelaufen. Wir haben uns jetzt was zu snacken genommen. Wir warten jetzt auf unseren Flug. Dann fliegen wir ein paar Stunden, machen ein bisschen Urlaub in Deutschland, um dann wieder in den Urlaub zu fliegen. Ja. Oh, Panama, das ist unser Flug. Okay, wir müssen los.